So, Bündnis ist da. Wir brauchen noch einen Lebenswandel. Wir werden dich gleich mal einladen. Da wird er sich aber freuen hier. Oh, er ist selber im Krieg. Ja, vielleicht schickt er ja doch die ein oder anderen Truppen noch rüber. Wir brauchen einen Lebenswandel. Aktuell Diplomatie. Oh Gott, wieder in Erlaucht. Beeinflussungskomplottstärke erhöht und ein bisschen mehr Prestige. Ich hätte ja gesagt, wir gehen lieber auf die Verwaltung. Auf die Kohle. Wieder mal. Der Punkt ist, jetzt ist er im Krieg hier drüben. Das heißt, er wird uns wahrscheinlich gar keine Truppen zur Verfügung stellen. Könnte ich mir vorstellen. Okay, wir greifen an. Wir werden uns hier oben sammeln. Nee, 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 bleib hier, bleib hier, bleib hier, guter Mann. Ah, bleib hier mit deinen 2000. Jetzt läuft er hier runter, der Lump. Ah, jetzt läuft er hier runter. Das Problem ist, dass die KI nur weiß, wenn, dass man angreifen will, wenn man auch den Weg quasi dahin geht. Das heißt, wir müssen nochmal zurücklaufen. Nein, bleib doch hier, guter Herr, bleibe hier. Ah, es ist so doof. Oh Gott, was machst du denn? Meine Güte, jetzt geht's aber los hier. Jetzt geht's hier aber los. Ah, das schafft man nicht. Hier oben wären auch noch 3300. Wenn wir dich hier... Moment, was ist hier? Wieso können wir hier angreifen? Hier stehen 3300. Wer bist du denn? Eigentlich ein Bündnispartner von uns. Eigentlich ist das Pagan, die stehen schon hier. Ja, mach doch mit. Leute, das sind genau die, die wir jetzt brauchen. Oh, böse Fehler, böse Fehler. Sollen wir noch reingehen oder nicht? Das wird nichts mehr. Okay. Wir versuchen mal, ihn hier oben abzuholen. So. Wir werden mal versuchen, oder zumindest vielleicht ihn hier hochzulocken. So. Er greift uns an. Wir kommen nicht mehr weg hier. Wir kommen nicht mehr weg. Wir stehen hier auf. Wir stehen hier auf einem Hügel nur. Komm schon mal weg. Nope. Yep, 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 yep. Das sieht gut aus. Die 3300, der braucht 43 Tage. Ah, der ist zu schnell drüben, ne? Ich weiß auch nicht, was er hier macht. Wieso er jetzt plötzlich hier wegfährt. Ganz krude Situation jetzt hier. Na gut, wir bleiben hier oben stehen. Wir haben leider keinen besseren Anführer, weil der hier irgendwo anders beschäftigt ist. Und ja, können hier leider nichts machen. Die Elefanten, die sind ja im Hügelgebiet auch schlecht, oder? Nö, wobei, im Hügelgebiet ist es kein Problem. Oh Gott. Ja, super. Das hat ja richtig gut geklappt. Wenn halt er hier rüberkommen würde noch, aber das... Nee. Ja, er verschwindet auch einfach. Okay, das hat nicht geklappt. Wir müssen nochmal ganz kurz neu laden. Ich schieb's jetzt einfach mal auf die gegnerische KI. Das ist, ne. Ja, jetzt lässt er sich hier oben noch abfrühstücken. Obwohl es auch ein bisschen meine Schuld war. Weil, weil ich hier oben ein bisschen gewartet habe. Ne? Na gut. Aber eigentlich war es die Schuld des Spiels. Weil es, unseren Vater getötet hat. Wir probieren es nochmal. Das können wir doch nicht auf uns sitzen lassen, sowas. Komm bitte dahin. Eieiei. Wisst ihr, was wir machen könnten, um ihm das Leben ein bisschen schwerer zu machen? Er hat die 790.
Ja. Wir müssen ihm diese Truppen, alle drei Truppen wegkaufen. Damit er die nicht mehr kaufen kann, so ungefähr. Na gut. So. Was machen wir denn mit unserem Vater jetzt hier? Der wird ja trotzdem nicht weiter überleben jetzt. Wir müssen nochmal den gleichen Krieg jetzt beginnen. Haben wir denn noch eine Möglichkeit, irgendjemanden zu verheiraten, damit wir Pagan direkt gleich einladen können? Oh, unsere Tochter. Unsere Tochter verloben, verheiraten an König Zeya. Das machen wir. Das machen wir. Dann haben wir noch einen vierten Bündnispartner. Er ist zwar momentan noch im Krieg. Hier drüben verteidigt er. Wahrscheinlich als Dings, ne? Als Bündnispartner. Wir werden das mal abschicken. Und gucken. Er ist als Bündnispartner mit dabei und es sieht so aus, als würde er hier verlieren. Jetzt, wenn wir ihm irgendwie ein bisschen zuvorkommen und ihn gleich einladen, vielleicht macht er dann bei uns mit. Aber es ist sehr wahrscheinlich dort, wo er zuerst eingeladen wurde, da macht er dann auch im Krieg mit. Naja, wir können es ja trotzdem probieren. Also, einmal wieder unterwerfen. Wir sind schon wieder. Grüß Gott. Und wir probieren es nochmal. So schnell geben wir uns nicht geschlagen. Einmal Truppen ausheben, dann holen wir uns die Guts-Kompanie erneut. Dann, ich würde mir jetzt sogar die 80 Gold sparen, hier rüber zu segeln und erstmal hier belagern. Wird der jetzt noch ausgehoben? Nee. Erstmal hier belagern und dann Richtung Hauptstadt zu gehen, weil er ja sowieso jetzt hier sofort verschwindet. Habe ich noch irgendwas vergessen? Die Leute müssen wir noch einladen. Auf dass sie uns ein bisschen besser unterstützen jetzt. Das war's. Können wir noch irgendwie Untertanen erpressen? 11, 3 Jahren erst. Wir können ein paar Haschischkekse noch verzehren, um ein bisschen Anspannung zu verlieren. Vielleicht hilft uns das noch ein paar Jährchen zu überleben. Oh, ist da jetzt eigentlich hier dieses Komplott? Ist schon durch, ja. Drei Bündnispartner hat er. Er ist schon ein starker Gegner. Er ist schon ein starker Gegner. Guckt euch das an hier alles, Verbündete. Ei, da dauert's, Mensch. So, einmal hier reinspaziert in die gute Stube. Es wäre halt gut, wenn die Bündnispartner mit dem Schiff gleich zu uns hier runterfahren würden. Das wäre halt schon ganz entspannt. Dann teilen wir euch auf. 400. Wir fangen gleich mal ein bisschen aggressiver mit der Belagerung an. Das heißt, ich kann hier gar nicht hochmarschieren, ohne Verluste zu haben. 371. Nee, wir können leider nicht aggressiv belagern. So, ist hier jemand? Jawohl, da ist er. So, er marschiert jetzt wieder nach Norden. Ich weiß nicht so recht, wieso er immer nach Norden marschiert, aber ist halt mal so. Wenn wir hier runter marschieren, ja. Nee, wir müssen erstmal hier ausharren. Komm halt zu mir runter. 3400 Pagan. Oh, der hat eine neue Allianz gebildet.
Na gut, ist nicht so dramatisch. Huiuiui. Oh, da hier oben mal wieder. Oh Gott. Oh Gott, jetzt läuft er auch noch rein. Nein, was tust du denn? Wenn er wenigstens wieder eine Einheit weitergelaufen wäre. Oh Gott. Es ist so täuschend. So, jetzt ist die gute Dame wieder gestorben. Wir gucken mal ein weiteres Bündnis für unseren Sohn. Beziehungsweise für den Zweitgeborenen. Für den Gerhard. Eventuell ist noch jemand da. Also Pagan haben wir jetzt schon. Sena Ratsch 2500. Die sind hier oben. Wenn die mit dem Schiff runterfahren würden, wäre das natürlich schon richtig gut. Dann Herzogtum hier oben. Das ist ein Vasall von uns. Okay. Ja, wir holen die hier. Sena Ratsch. Und dann laden wir dich gleich mal ein. So, Bündnis gesetzt. Vielleicht ist der ein bisschen schlauer jetzt wie die anderen Kollegen hier. Aber wenn er hier seinen Krieg ein bisschen schneller fertig... Oh Gott. Jetzt werden die 3400 abgefrühstückt. Uiuiui, geh halt weg. Geh weg. Du Lump, geh weg. Flüchte. Oh Gott. Was sollst du da machen? Was sollst du denn da machen, liebe Leute? So, jetzt haben wir hier nochmal ein bisschen Verstärkung bekommen. Jetzt, es sieht auf alle Fälle verstärkungsmäßig schon ein bisschen besser aus. Das ist schon mal nicht schlecht. Das passt schon. Er hat jetzt gar nicht mal so viel. Er hat jetzt hier 4000. Und irgendwo schwirren noch ein paar andere rum. Aber er hat jetzt nicht die 12.000. Wir haben jetzt 1.100. Oh doch, er hat doch 12.000. Ich nehme alles zurück. Wir haben aber jetzt hier unten auch eine gute Ausgangssituation. Ja, es macht auch keinen Sinn, wenn wir uns ihm anschließen. Dann sind wir quasi dem komplett ausgeliefert. Macht auch keinen Sinn. Wir bleiben hier stehen. Wir haben jetzt hier 11.000. Jetzt wenn wir nochmal Söldner holen. Wenn wir uns die 1.400 noch holen. Dann können wir noch ein bisschen ausharren. Ein bisschen. Oh Gott. Ey, ich habe keine Ahnung, was der macht. So, mal schauen, ob der jetzt nach Norden fährt oder was er macht. Er fährt tatsächlich nach Norden. Er teilt sich sogar auf jetzt hier. Der hat jetzt... Oh Gott. Hat er jetzt hier oben? 4000. Der hat aber auch hier unten nochmal 7000, 8000. Wo hat der denn die ganzen Truppen jetzt her? Voll gemein, voll gecheatet hier. Söldner hat er nur die 865. 1000, 3000, 1800. Dass er trotzdem so viel Truppen hat. So, wir haben einen guten Fang gemacht. Das ist schon mal sehr schön. Ja, wir werden jetzt hier einmal mal weiter belagern. In der Hoffnung, dass die KI bei uns bleibt. Das hier ist eins, das ist eins. Und ja, wir werden hier hochgehen, weil wir sonst hier nur über den Fluss übersetzen können. Das wird zu lange dauern. Wir gehen mit einer Mannschaft hier hoch. Mit der zweiten gehen wir hier rein. Und mit der dritten stellen wir uns quasi ein bisschen in die Mitte. Mangels Alternative. So, jetzt ist auch noch unsere Ehefrau gestorben. Das heißt, oh, wir könnten ja nochmal schauen, ob wir hier nicht einfach nochmal einen Bündnispartner mitbekommen.
Grafschaft von Sagaing. 500 Truppen. Wo finden wir dich denn? Hier oben in Pagan. Wenn wir uns eine, wenn wir einfach mal alle nehmen, dann hätten wir hier Kandras Herzogtum. Kandras Herzogtum. Kandras Herzogtum ist auch hier oben. 2400. Haben wir da nicht schon ein Bündnis mit dir? Nö. Da hätte ich ja gesagt, die kleine Sanda wird unsere nächste Gemahlin jetzt. Klumpfüßig. Ich sehe jemand, der noch ein bisschen näher da ist. Also hier drüben im Pagan ist echt die Hölle los, was die an Truppen haben. Die sind alle hier drüben. Okay, wir holen uns die Sanda. Es wird ein Bündnis entstehen. Mit unserem Schwager. Und dann hoffen wir, dass der auch noch mit rüberkommt. Es ist so chaotisch. Meine Güte. Wenn der jetzt auch noch mitmacht. So, kurze Pause. Ein Bündnisruf annehmen. Zack. Dann dich einladen. Unterwerfungskrieg nimmt an. Das ist schon mal gut. Dann du marschierst hier hoch. Wir gucken mal 5100, 4000. Naja, verprügelt Pagan hier oben. Pagan wird hier verprügelt. Pagan sorgt dafür, dass die Truppen hier ein bisschen Zeit verlieren. Oh, knappe Kiste. Guckt euch das an hier. Gerade so verliert hier leider Pagan. Oh Mann, 57 zu 41, weil der andere zu spät kommt hier. Oh Gott, es ist so schade. Nein, 21 zu 3. Es ist enttäuschend. So, hier ist schon fertig belagert, das ging aber schnell. Wir werden ja hier unterstützen. Ich hoffe, die KI bleibt noch ein bisschen bei mir. Dann Kriegseinnahmen, 10% mehr, das heißt, wir sind jetzt leicht im Plus, perfekt. Dann die 7000, ich weiß nicht, was er macht jetzt hier, jetzt fährt er wahrscheinlich wirklich weg. Bitte hier bleiben, KI, bitte bei mir bleiben, 2400 hier unten. Oh, da kommt er schon, 4000, da kommt er. Wir werden noch kurz das hier fertig belagern, liebe Leute. Und dann gucken wir mal, ob er hier die 2400 angreift oder was er macht. Sieht so aus. Es sieht so aus. Da oben kommen 9 Truppen von Pagan. 1800 flüchten. Ah, es wird nichts. Das wird wahrscheinlich nichts. Wir müssen hier rein und die 2400 unterstützen. Oh, jetzt dreht er nochmal ab. Also er hat sich es nochmal anders überlegt. Wir bleiben mal bei den 2400 jetzt. Wir können ihn unterstützen mit ein paar Mangonellen hier drin. 78%, Leute. 78% jetzt. 12.000. Jetzt, wenn wir uns entschließen, ihn anzugreifen, wenn er fertig belagert hat. Es ruckelt bei mir jetzt leicht. 93. Wenn wir jetzt sagen, wir marschieren jetzt hier rein. Kommt die KI mit oder nicht? Hier oben kommt 2700. Aber jetzt habe ich wieder das Problem, ne? Jetzt haben wir wieder das Problem, die 2700 mitzunehmen oder nicht. Oder wir lassen ihm das hier zurückbelagern. Wir warten mal kurz ab, bis die 2700 da sind. Und werden dann einmarschieren. Jetzt geht er hier rüber. Die KI wartet auf uns. Unser Bruder lebt hier immer noch. Okay. Ah, deswegen haben wir auch noch keine Anspannung verloren. Und das heißt für uns, wir müssen hier reinmarschieren. Wir nehmen Anlauf. Wir gehen erstmal eine... Oh, oh, oh. Jetzt. Pass auf. So, unsere Ehefrau ist gestorben. Ich habe keinerlei...
Emotion mehr für meine toten Ehefrauen, Geschwistern, was auch immer. Wir werden uns einfach zurauchen und werden uns weiterhin auf den Krieg konzentrieren. Die Frage ist, geht die KI jetzt hier mit mir oder geht sie nicht mit? Sie geht mit. Das heißt, erstmal ein Ratschlag. Der Hugo soll sich dem Hof anschließen. Oh, 4 Sterne. Ja, willkommen, lieber Hugo. Jetzt guckt euch das an, was wir hier haben. Eine Aufteilung. 4000 hier oben. Der Rest hier unten. Oh Mann. Wir setzen unseren besten Mann ein. Der ist schon drin. Und guck mal. Wir drehen um und versuchen, ihn jetzt hier zu erwischen. Das klappt jetzt. Leute, ihr müsst alle jetzt hier mit rein. Das wird die Schlacht der Schlachten. Gegner geht die Versorgung aus. Wir haben alles positiv. Und wir haben auch Elefanten. Und unsere Verbündnispartner sind relativ nahe dran. Also wenn das jetzt nicht klappt,